alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Sie fand die Aufzeichnung in den Daten auf deinem Fokus. Sie hat sie oft angesehen. Ich glaube, das beruhigt sie. Also ich dachte, das wäre eine Zigarette, Alter. Weißt du, ich hab das erstmal am Geburtstag seines Kindes rauchen. Wann immer ich mich etwas ablenken wollte. Papa liebt seinen großen kleinen. Aber es gibt etwas, das du mir sagen willst? Während du fort warst, kam ich hier runter, um nach ihr zu sehen. Wir kamen ins Gespräch. Stimmt's, Peter? Sie hat überlegt, wie wir Hephaestus schnappen könnten und die Daten von Gaia studiert. Aber wir haben angefangen, über andere Dinge zu reden. Also, um uns einfach etwas kennenzulernen, ja? Und dann sagte sie mir, dass eine der Zeniths sich etwas von den anderen unterscheidet. Tilda, du hast sie gesehen. Im Hades-Testlabor. Sprich weiter. Die Frau? Auf dem Weg zur Erde zeigten die Zeniths nie ihre Gesichter. Mein Servitor auf Seer bezeichnete sie als meine Wohltäter und versprach, ich würde sie treffen, wenn ich genug gelernt hätte. Und dann, eines Tages, öffnete sich ein Datenkanal in meinem Trainingsinterface. Und darin wartete Tilda auf mich. In einem virtuell nachgebildeten Haus auf einer Klippe, hoch über dem Meer. Es war wunderschön. Sie zeigte mir Gemälde, Bücher, Medien, Dateien. Wir trafen uns dort viele Male, heimlich. Doch ein paar Monate später hört es auf. Kannst du uns sagen, warum, Beta? Ich habe Daten über Tilda im Hades-Testlabor gefunden. Ich denke, sie war die Verbindung zwischen Farzenith und Zero Dawn. Sie kannte Elisabeth Zobek, so viel ist sicher. Vielleicht trat sie deshalb mit dir in Kontakt? Ah. Was kannst du uns noch über Tilda sagen? Sie redete gern über ihre Gemälde. Was ist mit dir selbst? Sprach sie je über ihr Leben auf der Erde oder wie sie zu den Zeniths kam? Etwas in der Art? Sie hat nie viel über sich erzählt und sie hasste es, wenn ich zu viele Fragen stellte. Aber ich glaube, auf der Erde war sie eine gute Programmiererin. Sie hat einen Datenkanal eingerichtet, den niemand entdeckt hat. Gibt es sonst noch etwas an ihr, das wir zu unserem Vorteil nutzen könnten? Sie war die erste reale Person, die je mit mir geredet hat. Ich habe sie nicht auf Stärken und Schwächen analysiert. Aber warum denn nicht? Das müsste man doch bei jedem mal machen. Und Tilda stellte den Kontakt über einen Datenkanal her? In meinem Trainingsinterface erschien er als neue Aufgabe. Als ich ihn öffnete, gab es eine Reihe von kurzen Störimpulsen. Sie ergaben eine transpositionale Chiffre. Anweisungen, wie man einen neuen virtuellen Raum öffnet. Als ich ihn betrat, verschwand mein Trainingsinterface. Anstatt der holographischen Lehrer und Dateien betrat ich eine perfekte Simulation ihres Zuhauses. Die anderen Zeniths wussten wirklich nichts davon. Für sie sah es aus, als würde ich noch üben. Mich allein beschäftigen. Ja, dann nochmal über das Haus, ne? Wie sah es aus und so? Und dieser geheime virtuelle Raum sah aus wie ein Haus mit Blick aufs Meer? Ich konnte weiße Schaumkronen sehen und die Wellen rauschen hören. Und draußen kreischten die Möwen. Drinnen hatte Tilda Rahmen, die ihre Lieblingsgemälde zeigten und sich in Intervallen an das Licht anpassten. Da war ein Sessel, den sie liebte. Sie saß da und blickte raus, während ich mir ihre Sachen ansah. Wir verbrachten dort Stunden. Ich wollte nie weg. Tja, so ist das Leben, ne? Tja. Gemälde und Dateien.
Tilda zeigte dir Gemälde und ließ dich auf Mediendateien zugreifen. Bei jedem Treffen zeigte sie mir ein neues Gemälde. Ich glaube, sie war Niederländerin. Ihre Lieblingswerke stammten aus dem goldenen Zeitalter im 17. Jahrhundert. Porträts, Allegorien, Schiffe auf See. Sie hatte so viele. Haben sie dich interessiert? Ich mochte ihr Medienportal. Es war viel umfangreicher als mein Trainingsinterface. Clips, Filme, Holos. Mein Lieblingsfilm hieß Die Rückkehr, über eine Familie, deren Kind wieder auftaucht, nachdem es in der Eiszonenkrise verschwunden war. Okay, aber zeigt dir dieses Portal irgendetwas über die Zenith selbst? Etwas, das wir brauchen könnten? Nein. Alle Informationen über sie waren zensiert. Das ist jetzt belastend. Tilda hat also einen virtuellen Raum erstellt, wo sie mit dir reden konnte. Ein Haus auf einer Klippe. Und später schloss sie dich aus. Aber außer der Tatsache, dass Tilda Elizabeth kannte, weißt du nicht, wieso sie all das tat? Nein! Okay? Ich suchte mögliche Gründe für ihr Verschwinden, aber was immer ich falsch gemacht habe, ich weiß nicht was. Als ich die anderen traf, ignorierte sie mich. Als hätte der Datenkanal niemals existiert. Nichts von dem ist wichtig. Tilda ist genau wie die anderen. Das hilft uns nicht, sie zu besiegen. Okay. Dann lassen wir es dabei. Dann lassen wir es dabei. So ist es. Was ist los? Ich versuch's, Val. Aber sie ist eine harte Nuss. Ich riskiere jeden Tag draußen in der Wildnis mein Leben. Und sie versteckt sich nur hier drin und jammert, wie hoffnungslos alles ist. Es tut mir leid, dass sie es so schwer hatte. Aber sie ist wirklich keine Hilfe. Du wirkst immer so, als hättest du alles im Griff. Da vergisst man manchmal, was du durchgemacht hast. Vor kurzem hat es dich so schwer erwischt, dass du nicht einmal mehr gehen konntest. Und noch was. Als ich dich damals beim Testlabor aus dem Wasser gezogen habe, hast du Rosts Namen gemurmelt. Du hast nie von ihm erzählt. Doch er hat dich aufgezogen. Trainiert. Du musst ihn sehr vermissen. Natürlich tue ich das. Aber ich habe gerade keine Zeit daran zu denken. Ich muss wieder da rausgehen. Okay. Ich arbeite weiter mit Beta. Gaia sagt, sie weiß viel über Zero Dawn. Vielleicht braucht sie nur Zeit, um sich einzugewöhnen und hilft uns dann mit Hephaestus. Sicher. Aber so lange warte ich nicht. So lange sollte man auch wirklich nicht warten, du. Der tut auch nicht not, du. Müssen wir wieder zu Gaia gehen? Oder was ist jetzt gerade unser Ziel? Ja, finde ich auch. Irgendwie auf etwas einschlagen. Wohl eher auf jemanden. Ich habe das Gerücht nicht entdeckt. Jeder macht mal Fehler. Du bist also dafür verantwortlich, hm? Aloy. Gott, Alter. Ist alles in Ordnung? Du hast viel Zeit mit Val im Keller verbracht. Ich schätze, es ist alles okay. Also dann, was kann ich für dich tun? Du kannst für mich so einiges tun. Erstmal mit mir über dein Training nochmal. Siehst du immer noch die Daten durch? Ja, sie sind interessant. So voller Wörter. Ich dachte, ich könnte da versuchen, mehr Bilder drin zu finden. Da hatte ich nicht viel Glück, aber immerhin habe ich viel gelernt. Über Holofilme. Bilder, die zusammen eine Geschichte erzählen. Und es sieht alles ganz real aus. Ja, die Ossera mögen Shows. Für diese Holos würden sie jede Menge Scherben bezahlen. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Anscheinend kriegst du den Dreh mit den Daten raus. Ja, sie sind hilfreich, wenn ich sie irgendwie verstehen kann. Ich habe gelernt, dass die Alten sich auch gerne mal einen Schluck genehmigt haben. Aber sie lassen sich von Maschinen bedienen. In Bars. Sie haben ihnen sogar erlaubt, sie rauszuwerfen, bevor sie zu viel trinken würden. Dabei ist das der halbe Spaß. Mir darf so schnell kein Roboter ein Glas servieren.